Am Sonntag betraten dann die Fußballherren den Boden der Sporthalle Alpenstraße, um sich den Futsal-Landesmeistertitel auszumachen. Wie bereits im Vorjahr stand Austria Salzburg im Finale. Gegner war der SV Seekirchen, der nach einer durchwachsenen Herbstsaison in der Regionalliga West groß aufspielte. Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Im kleinen Finale trafen bei den Hallen-Landesmeisterschaften der ASV Salzburg und der FC Hallein aufeinander. In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten waren es die Stadt Salzburger, die durch das Siegestor von Haselwimmer den dritten Platz erreichten. 2013 wurde zum ersten Mal nach internationalen Futsalregeln gespielt. Futsal fördert die Technik, das genaue Passspiel, die Ballannahme, und das ist ja das, was wir damit bezwecken wollen. Wir wollen feldähnlichere Fußballspiele in der Halle absolvieren. Wenn wir schon 4 Monate jetzt in der Halle sind, sollen wir also dann nicht rausgehen und anderen Fußball spielen müssen wie in der Halle. Den Landesmeistertitel machten sich die beiden Westligisten Austria Salzburg und der SV Seekirchen aus. Nach anfänglichem Herantasten hatte Christoph Hübel die erste Chance für die Austria. Matthew O'Connor im Tor der Seekirchener parierte jedoch hervorragend. O'Connor stand übrigens auch im All-Star-Team des Turniers. Chancen boten sich auch für den SVS, doch der Ball verfehlte das Tor jeweils knapp. In Minute 7 ging Austria Salzburg durch ein Tor von Fabio Strauß ins kurze Eck überraschend in Führung. O'Connor stand zu zentral und konnte den Ball nicht mehr halten. 5 Minuten später erzielte Seidel aus einem Freistoß den Ausgleich für die Seekirchener. Gleich nach dem Anstoß legten die Flachgauer nach. Müllechner nimmt Simic den Ball ab, Taferner spielt auf Seidel und dessen Hereingabe verwertet Taferner zum 2:1. Spielzüge dieser Art sind beste Werbung für den Futsal-Hallenfußball. Eine Minute später sind es wieder die Seekirchener, die Druck machen. Den ersten Schuss von Taverner kann Mitterhofer noch abwehren, doch den Nachschuss fälscht er unglücklich ins Tor ab. 3:1 für Seekirchen. Im Gegenzug verkürzt Simic mit dem Anschlusstreffer auf 2:3 und macht die letzten Spielminuten noch einmal richtig spannend. Austria Salzburg setzte die Seekirchener jetzt unter Druck. Doch Hübel scheitert nach dem Pass von Reifelshammer an O'Connor. Anschließend dieses Foul von Nico Meyer an Stefan Federer. Der Unparteiische entscheidet sofort auf Strafstoß für die Seekirchener. Der gefaulte Federer tritt selbst an, scheitert jedoch wie Seidel im Nachschuss an Lukas Mitterhofer im Tor der Austria. Seekirchen brachte das 3:2 über die Zeit und holte zum ersten Mal in der Geschichte den Hallen-Landesmeistertitel in die Stadt am Ballersee. Ja, natürlich sind wir glücklich, weil das war jetzt heute nicht zum Erwarten, weil wenn du ein Turnier spielst, so wie heute, da muss alles zusammenpassen, dass du dann auch gewinnst. Und ich glaube, wir waren dann am Ende ein verdienter Sieger, weil wir im Prinzip die Austria, wir haben zweimal gegen die Austria gespielt und beide Male waren wir die bessere Mannschaft heute. Ja, über das Ganze gesehen war es okay. Natürlich, wenn man im Finale ist, möchte man das auch gewinnen. Da muss man neidlos einmal anerkennen, dass Seekirchen das eine Tor mehr geschossen hat. Und im Summe, wir haben das eine oder andere Mal Glück auch gehabt schon in der Zwischenrunde. Aber im Endeffekt, wenn man unter den letzten 4 ist, im Finale möchte man gewinnen. Da eben ganz offen und ehrlich, auch wenn es schwerfällt. Es war ein super Tag heute für alle Beteiligten. Auch vom Veranstalter war das klasse, das Turnier. Und mit einem würdigen Sieger.